Smarana, ich begrüße dich recht herzlich zur Tagesenergie für die weiteren Tage in der Reise mit dem Mond. Wie geht es dir denn gerade? Bist du gut durch die Energie des Wassers in der Waage und in der Harmonisierung im Skorpion mitgegangen? Konntest du gut durch das Skorpion Tor hindurch schreiten? Eine entscheidende Wende im täglichen Zyklus. Hier beginnt der Neubeginn, eine Neugeburt, neu in der kosmischen Energie, im kosmischen Ei anzukommen durch den Schützen und dann ins Leben zu treten im Steinbock. Und so komme mit mir mit in diesen Tagen, in diese wunderbaren Energien. Ich beschreibe dir diese Energien, komme ganz bei dir an. Wir werden in den kommenden Tagen das Urfeuer im Menschen aktivieren. Die Energieaktivierung findet im Sonnengeflecht statt. Die Farbe ist rot, das Element Feuer. Und damit sich dieses entfacht, aktivieren wir die Zwerchfellenergie. Dies tun wir im Sternzeichen Schütze. Der Schütze beschreibt die Worte: Ich nehme wahr, ich verstehe. Das Solarplexus-Chakra korrespondiert mit dem fünften Gesetz, dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Die Kausalität, der Rhythmus, konditioniert alle Gefühle. Schwingst du tief, kommt alles so zurück. Diese Schwingung wird dann in dir stets reduziert. Schwingst du hoch, kommt alles zurück. Deine Schwingung wird dann stets angehoben. Erkenne, dass es keine Schuld gibt. Schuld ist das tiefe Schwingen. Erkenne deine Verantwortung. So begreift der mentale Geist im Schützen in der Wahrnehmung, dass er versteht, wie er seine Gefühle lenkt. Erkenne deine Verantwortung. Nimm hier wahr, dass auf dieser Ebene dein Ursprungsfeuer zu Hause ist. Das Gefühl ist der Spiegel deiner Seele. Hier schwingen in diesem Chakra alle Emotionen. Dieses Chakra kann Erschöpfungszustände ausgleichen. Es fördert Harmonie und Urvertrauen. Diese Energie, die Feuerenergie, schützt dein Herz. Es hilft uns, die nötige Energie zu empfangen, um die Vitalität zu stärken und unser gesamtes Wesen zu harmonisieren. Es hilft bei Verzweiflung und bei vollkommener Erschöpfung. Es ist eine Herzschutzenergie und beugt Herzinfarkt vor. Und so gehen wir weiter auf die Reise. Wir aktivieren weiter im Urfeuer die Beziehungen. So haben wir die Energie im Schützen, im Sonnengeflecht aktiviert und nun gehen wir weiter in unser erstes Chakra, ins Wurzelchakra. Dies tun wir mit dem Sternzeichen Steinbock. Dieser beschreibt: Ich übernehme meine Verantwortung und bin ganz fokussiert, ein Fokus ins Leben
zu gehen. Die Farbe hierfür ist Rot. Im Wurzelchakra korrespondiert das siebte Gesetz, das Gesetz der Erzeugung. Durch das siebte Gesetz, die Schwingung im Wurzelchakra, sind wir in der Lage, Neues zu erschaffen, durch das Weibliche und das Männliche entsteht die Ursache der Wiedergeburt. Das Vergangene stirbt, man verwandelt sich immer wieder zu etwas Neuem. Es werden neue Realitäten erschaffen. Hier zeigt es sich, warum es so wichtig ist, die Energie von männlich und weiblich in Resonanz zu bringen. Das heißt auch, dass hierdurch das Feuer für die Neugeburt entfacht wird, die liebende Verbindung von männlich und weiblich bringt die sexuelle Kraft. Die unteren Chakren brauchen dieses Feuer für die Neugeburt, für das ins Leben treten. So nimm wahr, wie diese Felder energetisiert werden. Diese Energie wärmt den Körper. Hier binden wir uns wieder an die Urenergie an. Die Harmonisierung bewirkt Harmonie, Urvertrauen und Geborgenheit. Sie heilt Geburtstraumata und vorgeburtliche Traumata und heilt tief zurückliegende seelische Themen. Sie wirkt heilend bei Ohrproblemen und Tinnitus. Wir sammeln Kräfte für unser neues Leben. Sie ist eine nährende Energie, gibt Zuversicht, nabelt uns wieder an. In der Kraft und der Energie. Und hilft bei extremer Verzweiflung. So komme mit mir mit in dieser Woche, in den Energien, in den weiteren Tagen. Ich freue mich sehr auf dich. Ich stelle dir wieder zu den angegebenen Zeiten die Meditationen ein von Schütze und Steinbock. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich freue mich, wenn du in den täglichen Energieübertragungen dabei bist. In den Tagesimpulsen auf Facebook, Instagram, Telegram und in meinem Blog Freies Wissen. Smarana.